Uns fehlt jetzt auch noch ein. Es kann auch sein, dass man jetzt so rigoros hingeht oder vorgeht, weil man das auch nicht will, dass wir weiter über die Krankenkassen reden. Also, das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Also, wir haben es genau schriftlich, es sei denn, man hat uns das jetzt wieder rausgeklaut oder gelöscht. Das wissen wir nicht, aber langsam sind wir ja wohl auch glaubwürdig. Also, wir hatten es 2010. Ende 2010 wurde erst ernannt. Ja. Endlich genau schriftlich, nachdem uns Jobcenter West, die Behinderten in der Mainzer Landstraße und AOK immer hin und her gescheucht haben. Mit irgendwelchen lächerlichen, dummen Sachen, Lennart. Was dann angeblich nicht stimmt, hatten wir es genau schriftlich. Und auch das haben wir unterschrieben bei der AOK, dass wir AOK versichert sind. Jetzt haben wir wieder festgestellt, dass ich nicht AOK versichert bin, sondern nur meine Frau. Und ganz schnell sollten wir da irgendwas unterschreiben. Selbstverständlich habe ich das nicht gemacht. War mir egal, ne, Nati? Weil vielleicht sollten wir auch das nochmal sagen, dass man, obwohl wir Verträge hatten und alles, dass man da einfach weitergemacht hat und bezogen hat, ne? Und zumindest mich da nichts gezahlt hat. Ne? Also für mich da nichts gezahlt hat. Ja, Sie merken ja, wie voll ich bin, weil wir werden hier so stark begast, es ist unglaublich. Und wir haben auch solche Probleme, wir müssen hier andauernd auf Toilette, das ist ganz schlimm, ne? Ja. Allerschwerste Vergiftung in unserem Leben. Ja, und Sie haben ja selbst gehört, dass es nur draußen besser wird. Also es kann durchaus sein, dass das auch wieder mit der Krankenkasse und alles zu tun hat. Ne? Also, es ist eigentlich egal, was man hier unterschrieben bekommt oder so. Man hält sich an gar nichts und es wird nur getäuscht. Das ist total egal. So, und wir haben natürlich auch die Regierungsstellen speziell angemeldet und um Hilfe gebeten und wir haben nur irgendeine Art lieben Gruß bekommen, ne, Navi? Auch das sollte heute jedem klar sein, dass man da genauestens Bescheid weiß. Nur wir wussten ja nicht, dass alle genau Bescheid wissen, wer Mägel und Gauk ist. Das wussten wir ja nur nicht. So, und dass der Wolf, der noch zu feige ist, obwohl er ganz oben ist, nochmal was zu sagen, der Nati. Genau. Dass er wirklich so blöd da abtritt, ne? Sich da wirklich so primitiv da im Hintern treten lässt, im übertragenen Sinne. Naja, gut, das ist ja jedem seine Sache. Aber es könnte auch sein, dass es jetzt mit der AOK zusammenhängt. Wir wissen es aber nicht genau. Aber wahrscheinlich will man uns nur allgemein unbedingt jetzt endlich mundtot kriegen. Denn ohne Geld können wir natürlich gar nichts mehr. Ohne Geld sind wir natürlich ganz schnell im Internet raus und tot, nichts anderes. Weil die Ernährung, wir können da nicht mehr gegenhalten. Diese Vergiftungen sind einfach viel zu stark. Da können wir natürlich bei der Ernährung nicht gegenhalten. Aber das könnte auch was sein, was man versucht hat, da zu erreichen. So, dann protestiere ich nochmal und möchte auch nochmal sagen, meine richtige Verwandtschaft, beispielsweise meine Tante Großtante Brüning, die in Pastow wohnt, eine Geborene von Lauf, oder auch meine Großtante Lore, die wahrscheinlich in der Nähe von Stralsund wohnt. Sie haben riesige Probleme und ihre Kinder und so weiter. Weil man greift sie natürlich an, man vergiftet sie genauso wie wir, wie uns. Man hat sie vielleicht sogar schon beseitigt, ne, Nati? Und auch da habe ich ja erzählt, wie man das alles fälschte mit diesem Grabstein, wie man frech meinen Großonkel Hans dann zweimal sterben ließ. Einmal 87, wo man ihn ermordet hat, mit Hilfe von Ingrid, Peter, Ralf Geisler und Karl-Heinz Kohliat und wer da alles drin hängt, ne? Natürlich auch alle anderen Spezialisten meiner Stasi-Verwandtschaft. So, und dann zur Täuschung nochmal, 96 war das, ne, Nati? Ja. Das möchte ich auch nochmal erinnern. Und möchte mal sagen, auf der Welt, wie Sie dort leiden, was Sie dort für eine Probleme haben. Und irgendwie wurde denen wahrscheinlich auch schon eingeredet, dass sie nicht allein ans Telefon gehen sollen. Dass immer dieser blöde Karl-Heinz Kohliat war.
Wir nehmen ganz stark an, dass er da war. Ne? Dann haben wir dann nochmal versucht. 2010, ne? Ja. Ja, 2010 schon, ne? Ja. So, zu Ostern genau, ne? Ja. Ist der Sonntag. Ja. So, und da hatten wir wohl auf dem Naht das Anrufbeantworter von meiner Fürstin. Und, ja. Tut mir leid, dass ich hier so einen Ärger gemacht habe. So, aber ich protestiere nochmal, was man hier macht. Mit meiner richtigen Verwandtschaft. Ich protestiere nochmal ganz entschieden dagegen. Wie ich auch protestiere, dass man hier mit uns einfach weitermacht, ne Leute? Weil man wird jetzt viel Geld ausgeben müssen, weil man maßt sich an, nichts zu können, aber zu zeigen, dass man Macht hat und oben ist. Man hat hier keine Macht, man kann gar nichts. Renate, das Volk hat hier die Macht. So, und wir haben Macht und können und sind ganz oben, ne? Und müssen jetzt mit riesigen Immobilien dumm tun, Renate? Ja. Es ist unbegreiflich. Ne? Deshalb ändert sich damit trotzdem nichts. Aber das möchte ich doch mal eindeutig sagen. Danke für die Aufmerksamkeit.